Meine Tochter und ihr Freund Danny sind dort von einem staatenlosen Palästinenser in einem Nahverkehrszug zwischen Kiel und Hamburg angegriffen worden und der Täter hat sie unvermittelt mit 38 Messerstichen hingerichtet. Die Politik und die Ämter stehen da, zucken mit den Schultern und sagen, wir wussten nicht, wo er ist. Ja, dann ist das halt Pech gewesen. Dieses Interview zwischen Anthony Lee und Annemaries Vater Michael hat mich sehr bewegt. Wochenlang habe ich überlegt, ob ich es thematisieren soll oder nicht. Bei dem Video bin ich immer wieder kurz vor den Tränen. Denn man kann sich nicht vorstellen, wie mutig dieser Vater ist und tagtäglich für seine Tochter kämpft. In den Medien wird immer nur von den Tätern und den Tatwaffen gesprochen. Nie über die Opfer, deren Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten, beste Freunde. Bei einem Opfer sind so viele Menschen involviert, die zutiefst trauern. Ich danke Anthony und Michael sehr für dieses Video. Sie haben meinen Respekt für so viel Mut nach solch einer Tat. Das komplette Video habe ich dir verlinkt. Solche Fälle, solche Taten sollten bzw. dürfen nie vergessen werden. So, moin zusammen. Ich sitze hier mit Michael und zwar... Michael, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor. Und wir haben letzte Woche zum allerersten Mal miteinander gesprochen und heute zum allerersten Mal vor einer halben Stunde getroffen. Ja. Und ich finde es erstmal toll, dass du da bist, aber stell dich doch bitte einmal vor. Ja, mein Name ist Michael Kürath. Ich bin der Vater, der am 25. Januar 2023 in Bruckstedt ermordeten 17-jährigen Annemarie. Meine Tochter und ihr Freund Danny sind dort von einem staatenlosen Palästinenser in einem Nahverkehrszug zwischen Kiel und Hamburg angegriffen worden und der Täter hat sie unvermittelt mit 38 Messerstichen hingerichtet. Dieses Messerphänomen ist ja jetzt in aller Munde, gerade auch nach Mannheim. Und ich habe neulich eine Statistik gesehen, die hat mich wirklich umgehauen, dass wir im Schnitt 60 Messerdelikte pro Tag in Deutschland haben. Und ich bin ein bisschen verwundert, dass Politik zwar mal jetzt wieder darüber spricht, aber das ist ja immer so, das kocht ja hoch und fällt ja immer wieder runter. Und als du mich letzte Woche am Telefon angerufen hast, das hat mich erstmal umgehauen, dass du mich angerufen hast und vor allem, was du mir erzählt hast alles. Wir werden wahrscheinlich jetzt gar nicht alles unterkriegen, aber was ist dir danach widerfahren, was möchtest du loswerden und vor allem, interessant fand ich, dass du so viele Anrufe bekommen hast von Menschen, die ein gleiches Schicksal erlebt haben. Ja, mich haben insgesamt inzwischen über 300 Elternpaare kontaktiert, auf verschiedenen Arten und Weisen, auf verschiedenen Wegen und haben mich an dem Kapitel ihres Lebens teilhaben lassen. Und was uns eigentlich alle eint, dass wir in den letzten 4, 5 Jahren unsere Kinder verloren haben. Es ist immer dasselbe Täterprofil, es ist dasselbe Tatwerkzeug, es ist der nahezu selbe Tathergang und es sind dieselben Tatmotive. Und es ist traurig, wenn die Politik heute von bedauerlichen Einzelfällen spricht. Es sind nur in Anführungszeichen 300, die den Mut hatten, sich an mich zu wenden, mich an ihrem Leben teil, an ihrer Geschichte teilhaben zu lassen. Wie hoch ist die Dunkelziffer derer, die es nicht getan haben? Genau. Das ist schon sehr, sehr erschreckend. Und angeblich gibt es ja keine Statistiken darüber, die da geführt worden sind. Ich halte das eigentlich für sehr, sehr fälschlich, denn wir als Selbstständige wissen ja, wir müssen jeden Quatsch 20 Mal dokumentieren, 30 Mal aufschreiben und 10 Jahre aufbewahren, um regresspflichtig zu sein und sonstiges. Und hier sind teilweise schwerkriminelle Straftäter unterwegs, die, wie auch in unserem Fall, ja schon jemanden vorher ein Messer in den Hals gehauen haben, die dann einfach untertauchen und die Politik und die Ämter stehen da, zucken mit den Schultern und sagen, wir wussten nicht, wo er ist. Ja, dann ist das halt Pech gewesen. Dieses Pech hat meiner Tochter und ihrem Freund das Leben gekostet. Ich sehe Annemaries Foto und denke mir, was für eine wunderschöne Frau und so voller Lebensfreude. Sie und ihr Freund haben das nicht verdient, genauso wie die vielen Opfer in den letzten Monaten und Jahren. Ich wünsche mir für die Zukunft Deutschlands,
Denn Annemarie und viele andere junge Frauen sind die Zukunft Deutschlands. Nur sie können Mütter werden und weitere wundervolle Kinder zur Welt bringen. Ich wünsche mir einen Politikwechsel, der all unsere Mädchen und Frauen schützt, damit wir in unserem Land wieder sicher leben können. Wie viele Väter fragen sich, ob ihre Töchter überhaupt so alt werden wie Annemarie? Wie viele Väter fragen sich, ob sie ihre Töchter überhaupt noch schützen können? Ihre Kinder allgemein. Es sind unsere Kinder, unsere Töchter, unsere Söhne. Die Zukunft. Wenn du dich auf dieses Thema einlässt, dich in die Lage von Michael versetzt, dann interessiert es dich nicht, wer mit wem koaliert, Brandmauer hier, Brandmauer da. Völlig irrelevant. Also ich siehst du mir wirklich fassungslos, vor allem weil du auch gesagt hast, wir haben Menschen rumlaufen in diesem Land, die schon mehrfach bewiesen haben, dass sie nicht fähig sind, in unserem sozialen Umfeld zu leben und laut meinem Rechtsverständnis keine Berechtigung hätten. Wir hatten hier in Nienburg vor nicht allzu langer Zeit einen ähnlichen Fall, wo ein ähnlicher Täter, vom Profil her zumindest, vorher in Hamburg schon einen Bundespolizisten mit einem Messer angegriffen hat, ja. Und dann hier wieder Polizisten angegriffen hat. Und ich glaube, der Täter bei euch war ja auch schon vorher sehr... Also 42 Strafanträge sind gegen ihn gelaufen. Die meisten sind nicht bis zum Abschluss gekommen. Dadurch sind sie nicht wirksam oder auch nicht interessant, weil die Verfahren nicht abgeschlossen worden sind. Das ist schon eine Sache, die eigentlich das Rechtsverständnis... mir wurde aus der Politik gesagt, vielleicht muss man Urteile besser erklären, damit das Volk sie versteht. Ich glaube, die Politiker, die das entscheiden, haben das nicht verstanden. Ein Urteil oder ein Gerichtsverfahren muss sich von selber erklären, dass der Bürger das draußen versteht. Wenn dort, wenn ein Richter oder ein Politiker ein Urteil erklären muss, ist das Urteil falsch. Absolut. Das Problem ist ja nun wirklich, das kann ich als ehemaliger Polizist ja auch sagen, wir haben Leute festgenommen, die ein Vorstrafenregister hatten, das passt auf keine Tapete. Und die haben einen Gerichtssaal vielleicht, wenn überhaupt, ein, zwei Mal gesehen. Und die können sich an die Delikte gar nicht mehr daran erinnern, weil die schon so lange her sind. Und das ist einfach für mich erschreckend. Ja. Ich meine, es fehlen in diesem Land Tausende von Staatsanwälten, Tausende von Richter. Und komischerweise sind für merkwürdige Dinge in diesem Land Geld da, aber für unsere Sicherheit. Und der Staat hat nicht umsonst das Gewaltmonopol. Aber du kannst es sicherlich am allerbesten nachvollziehen von uns, dass man immer mehr das Gefühl hat, dass der Staat nun mal nicht mehr in der Lage ist, vielleicht auch nicht willens ist teilweise, uns zu schützen, was eigentlich seine primäre Aufgabe wäre. Es ist eine Ohnmacht. Wir haben ja auch gerade in Hamburg vor einiger Zeit einen Fall gehabt, wo 9 Jugendliche oder teils Jugendliche ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Die haben Bewährungsstrafen bekommen, die zwischen 3 und 9 Monaten waren, von einer 32-jährigen Richterin, was mich sowieso eigentlich schockiert. Und dann steht ein selbsternannter Psychiater sich ins Fernsehen und sagt, das Leben des Mädchens wird jetzt anders verlaufen, aber es muss ja nicht schlechter verlaufen als ohne die Vergewaltigung. Das habe ich auch gesehen. Das sind Dinge, die sind für mich in einem Rechtsstaat nicht nachvollziehbar. Und ich will nicht behaupten, ob ich jetzt einen logischen Menschenverstand besitze oder nicht, aber ich höre von vielen, die einfach sagen, solche Urteile sind eines Rechtsstaates nicht würdig und sie sind weder abschreckend noch nachhaltig. Das Einzige ist eine Verhöhnung der Opfer und ja. Wir merken es auch in vielen Dingen, auch im Umgang der Politik mit uns, wie teilweise zumindest die Berliner Politik auf uns und auf unseren Fall reagiert hat. Und es ist eigentlich mehr als beschämend und da sollten sich einige dann doch mal überlegen, ob das wirklich alles so richtig ist, was sie da tun und ob das noch im Sinne der Bürger ist. Und mit Bürger meine ich jeden, der in diesem Land gerne lebt, der unser Wertesystem respektiert, der unsere Gesetze, unser Grundgesetz respektiert. Und egal welchen Geschlechts oder welcher Herkunft, welchen Glaubens, alle Menschen, die in diesem Land gerne und sicher leben wollen. Und ich glaube, wir werden da momentan auf einem Altar der Eitelkeiten geopfert, die nichts mehr mit Verstand, mit Normalität und Rationalität zu tun haben, sondern nur noch mit einem Wahnsinn, der
keinen Bezug zu irgendwelchen Realitäten mehr hat. Und ich glaube, dass da ganz dringend ein Umdenken stattfinden muss, um wieder den Bürgern in diesem Lande jegliche Sicherheit zu geben, die sie eigentlich für ihr massives Steueraufkommen auch verlangen dürfen. Ja. Nochmals vielen Dank an Anthony und Michael. Ich wünsche vor allem Annemaries Familie und der Familie ihres Freundes weiterhin viel Kraft. In einem anderen Interview von Anthony Lee hat Maries Vater gesagt, dass die Mitschüler seiner verstorbenen Tochter ihn regelmäßig besuchen und ihn und seine Familie an deren Leben teilhaben lassen. Das hat mich so sehr gerührt, dass ich mich dazu entschieden habe, diesen starken Mann mit der Welt zu teilen. Alles Gute für dich und deine Familie.